So, und da sind wir auch wieder schon bei einem neuen Part von Silence. Ja, hier ist Ralf und er hat gerade gesagt, er braucht keine Hilfe. Wir sagen einfach mal na und. Mal gucken, was er sagt. Ich helfe dir aber trotzdem. Ach, hier können wir irgendwas machen. Okay, der ist weg. Komm, Spotty. Jetzt können wir Spotty mitnehmen. Ja, komm her. Komm her, kleiner Freund. Oh, er ist so süß. Ich mag ihn richtig gerne. Ja, super. Jetzt können wir Spot mitnehmen. Sehr schön. Jetzt können wir Spot bestimmt benutzen, um über diese Felsen da zu kommen. Vielleicht können wir ihn als Brücke benutzen. Hallo, da bin ich wieder. Und jetzt habe ich meinen allerliebsten Freund dabei. Darf ich vorstellen? Spot! Hoffentlich kein Steinpinkler. Wie süß. Nein, das macht er nicht. Zum Plateau. Bitte eine Brücke bauen. Oh, du bist so cool, Spotty. Oh ja, ich hätte auch gerne einen Spotty. Rüber bitte. Einmal rüber. Ralf weiß, was damit zu tun ist. Ralf weiß, was damit zu tun ist. Ach, kann ich ihn jetzt hier gar nicht holen? Ich kann gar nicht weiter. Ich kann das auch nicht nehmen. Okay, dann gehe ich wieder zurück. Soll ich denn auch nochmal zurück? Von hier aus können wir da gar nicht hin. Dann muss ich nochmal mit Spot zurück. Dann müssen wir da nochmal schauen, was wir da machen können. So, was haben wir hier für eine Möglichkeit? Meinst du denn, das hältst du aus? Oh, über der Lava. Na gut. Uiuiui. Okay, wenn er meint. Was muss ich da machen? Ah, okay. Hallo, da bin ich. Na und? Komm, Ralfi, ich steck dich ein. Nenn mich nicht Ralfi und ich lass mich nicht rumtragen. Aber wie soll ich dich denn sonst hinaufbekommen? Mir egal. Tragen lasse ich mich auf jeden Fall nicht. Okay, dann roll ich dich. Dann müssen wir ihn auch noch rollen. Naja, es ging besser, als ich gedacht habe. Dann rollen wir Ralfi halt. Wenn er nicht getragen werden will. Der ist ganz schön mürrisch, der Ralfi. Ich nenne ihn jetzt Ralfi. Mit Absicht. Hey, Ralf. So habe ich dich ja noch nie gesehen. Bist du überhaupt Ralf? Halt die Klappe, Ingo. Ja, du bist es. Danke für deine Hilfe. Du hast was gut bei uns. Übertreib es nicht. Bedank dich bei Ingo für das Angebot. Das ist ja wohl das Mindeste. Wir bedanken uns einfach mal. Danke, ihr beiden seid so süß. Wir sind nicht süß. Wir sind steinhart. Ihr könnt mir mit dem Steintor helfen. Du weißt, wie das aufgeht. Ralfi? Man muss die Gebetsmühlen richtig drehen. Aber die sind gar nicht in den Halterungen. Du meinst die Steinrollen? Gut, ich bringe sie zurück. Dann sagst du mir, wie ich sie drehen muss und schwuppdiwupp geht das Tor auf. Schauen wir mal. Ah, die ist ja kaputt. Der Sucher muss echt sauer gewesen sein. Wie kann man denn Steine kitten? Bestimmt nicht mit Spucke. Vielleicht ja doch. Kommt auf die Spucke an.
Dann würde ich sagen, wir holen erstmal diese hier. Oh, du bist so cool, Spotty. Dann holen wir uns die mal eben rüber. Mit ohne Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Ihr Steinbrüder könnt mir auch nicht helfen. Ihr habt ja nicht mal Arme. Tut mir leid. Hör auf zu jammern, wir haben vielleicht keine Arme. Aber dafür haben wir unser Geheimnis. Ein Geheimnis? Yep. Das nur Steine kennen. Ein mächtiges Geheimnis, das unglaubliche Macht verleiht. Wow, und was für eins? Ja, Ralph, was meinst du? Na, das magische Steinlied. Ein Lied? Aber das dürfen wir doch nicht singen. Ja, weil es geheim ist. Es darf nur in Ausnahmefällen allerhöchstens einmal in 1000 Jahren gesungen werden. Von mehr als einem Stein. Und er wirkt nur bei Steinen, die jünger sind als die, die das Lied singen. Wenn wir es singen, kannst du die Steinrollen mit dem linken kleinen Finger heben. Das ist ja toll. Dann singt schnell los. Moment, Moment. Ja, dann singt mal bitte los. Ja, sehr schön. Dann rollen wir die mal hier rüber. 1, 3, 7. 1, 3, 7. Steine. Steine, Steine. Bohren, bohren. Auch wenn sie am Boden liegen. Ja, sehr schönes Lied. Liegen. Haben sie die Macht zu fliegen. Fliegen. Ah ja, fliegen, super. Jetzt können wir die schön tragen. Jetzt nicht mehr. Großartig. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Ich wünschte, die Rollen wären aus Schnee. Was ich dann damit machen könnte. Wir holen dann jetzt die nächste. Ich wünschte, die Rollen wären aus Schnee. Was ich dann damit machen könnte. Okay. Dann machst du dich mal wieder platt. Das geht gar nicht. Wie komme ich da hin? Dann hole ich erstmal die hier. Leg los! Steine! Steine! Oh, wartet mal, Jungs. Die muss ich erst noch reparieren. Und womit? Quarzblumen mag ich. Die tun keinem was. Kann er da irgendwas mitmachen? Nee, anscheinend nicht. Im normalen Zustand. Oh ja, er leckt die an. Leg los! Steine! Steine! Oh, wartet mal, Jungs. Ich muss ich erst Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Wie komme ich auch hier rüber? Pass auf den Igelbusch auf, Spotty. Komm da nicht ran. Ja, der stört mich auch. Der muss irgendwie weg, ne? Sonst kommen wir da gar nicht rüber, oder was ist das? Doch, wir können da rüber. Aber nicht ran vorbei. Der olle Stachelbusch piekst wie verrückt.
Was haben wir denn hier denn noch? Haben wir noch irgendeine Möglichkeit? Hier gehören die Steinrollen hin, stimmt's? Genau. Kann ich nochmal mit denen sprechen? Nee, singen die wieder. Quarzblumen mag ich. Die tun keinem was. Wie kriegen wir denn den Busch da weg? Das ist jetzt die nächste Frage. Ich guck mal eben was, ob wir hier noch irgendwas holen können. Machen müssen, wie auch immer. Nein, Spotty, das ist heiß. Wow, du bist Drachenspot. Oha. Er kann alles. Spotty ist richtig cool. Der kann ja sogar Lava trinken und jetzt glüht er. Kriegen wir so vielleicht den Busch weg? Mal schauen. Ich hoffe, er bleibt jetzt so. Spotty ist sehr vielfältig. Das muss man ihn ja lassen. Er sieht voll cool aus. Spuckfeuer, Drachenspot! Naja, cool. Sehr schön. Und jetzt können wir da auch hingehen. Und dann können wir die holen. Dann haben wir auch schon die zweite Glocke. Genau, die kommt da rein. Ihr könnt lossingen. Steine, Steine, Steine brauchen keine Beine. Beine, Beine. Denn einmal im Leben. Können sie auch schweben? Schweben, schweben, schon vorbei! Großartig! Das habt ihr wirklich toll gemacht! Genau, die Gebetsmühlen. Ich habe eben Glocke dazu gesagt. Für mich sieht das aus wie so eine Glocke. Aber wie kriege ich die jetzt zusammen? Nee, das machst du nicht. Das ist eigentlich auch Quatsch. Moment mal. Kann ich nochmal die Lava holen? Ich weiß nicht, ob das klappt, aber ich probiere das mal aus. Mal gucken, ob wir uns nochmal eine Ladung Lava holen können. Irgendwie müssen wir ja diese Steine zusammenfügen. Nee, du musst wieder normal werden und dann kannst du Lava einsaugen. Genau, jetzt rollen wir einmal zurück. Mal gucken. Mal gucken, ob ich was mit den Quarz machen kann oder vielleicht kann man mal schauen. Also irgendwie müssen wir da ja weiterkommen. So, da sind wir wieder. Nee, schau mal, Spotty, was das für komische Blumen sind. Nennt man Quarz. Verwandtschaft um drei Ecken. Nein, nein, nein. Leg's los. Das wollte ich nicht. Steine! Nein, da fehlt noch was. Oh, wartet mal, Jungs. Die muss ich erst noch reparieren. Ja, ja, genau. Ah, okay. So geht's auch. Und jetzt zusammendrücken. Es hält! Sehr schön. Und jetzt kann gesungen werden. 3, 2, 1, los. Ach so, noch nicht los. Jetzt aber.
Leg los. Bitteschön. Steine. Steine, Steine. Ob große oder kleine. Kleine, kleine. Werden alles überdauern. Überdauern. Ob in Freiheit oder Mauer. Mauern, Mauern. Bis in alle Ewigkeit. Ja, es hat großartig geklappt. Sehr schön. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Hat eure Band auch einen Namen? Ach, nennen uns einfach die Stones. Juhu, alle Rollen sind auf ihren Plätzen. Und jetzt? Jetzt pass auf. Du musst zuerst die linke einmal rechts rumdrehen. Wo ist links? Also auf der Seite, wo der Abgrund ist. Das ist aber rechts. Oh je, das erste Mal in meinem Leben wünschte ich, ich hätte Hände. Damit du Weenie zeigen kannst, wo rechts und links ist? Nein, damit ich dich erwürgen kann. Wie denn? Ich hab doch gar keinen Hals. Oh Mann. Also wie soll ich die Mühlen jetzt drehen? Okay, versuchen wir es anders. Die Beinwesen aus Kalimar haben immer eine Geschichte erzählt, während sie das Tor geöffnet haben. Diese Legende ist sowas wie eine Eselsbrücke für die Reihenfolge, in der die Mühlen gedreht werden sollen. Aha. Jede Rolle steht für etwas. Leben, Tod oder Traum. Soweit verstanden? Ja, Chef. Ich weiß Bescheid. Ja, nicht so wirklich. Zu einer Zeit, als es diese Welt noch nicht gab, da war ein kleiner Junge nur einen Gedanken vom Tode entfernt. Himmel, Sonne, Mond, und was ist das? In seinem unheilvollen Schlaf träumte er von Drachen und Lindwürmern, von Monstern, die sich gegenseitig fraßen. Vielleicht der Mond? Je näher er dem Tod kam, desto größer und grausamer wurden diese Tiergestalten. Das größte von ihnen war ein Wurm, der alles andere verschlang. Falsche Rolle. Okay, das war die falsche. Zu einer Zeit, als es diese Welt noch nicht gab, da war ein kleiner Junge nur einen Gedanken vom Tode entfernt. Ah, welche steht denn für Tod und welche für Leben und welche für... Gute Frage. Zu einer Zeit, als es diese Welt noch nicht gab, da war ein kleiner Junge nur einen Gedanken vom Tode entfernt. Machen wir nochmal die hier. In seinem unheilvollen Schlaf träumte er von Drachen und Lindwürmern, von Monstern, die sich gegenseitig fraßen. Soll ich jetzt mal die nehmen? Ich habe keine Ahnung. Zu einer Zeit. Okay. Nur einen. Nehmen wir die. In seinem. Dann die mit dem Mond wegen Traum. Je näher er dem Tod. Das größte von ihnen war ein Wurm, der alles andere verschlang. Dann wieder die. Da endlich wachte der Junge auf. Er lag nicht mehr im Bett, sondern saß auf einem Thron und er sah, dass er erwachsen geworden war. Dann die Sonne vielleicht? Er trat ans Fenster, um sich sein Königreich anzusehen. Traumhaft schön war es, voller märchenhafter Seen, Berge und verwunschener Wälder. Von tiefer Ruhe erfüllt, gewahrte er, dass dies der Ort zwischen Leben und Tod war. Vielleicht die? Ich glaube, die steht für Leben. Zu einer oh Gott, nochmal. Als es diese Welt noch nicht gab,
nur einen Gedanken vom Tode entfernt. Genau, also ich glaube, das hier ist der Tod. In seinem unheilvollen Schlaf träumte er von Drachen und... Das ist der Traum. Je näher er dem Tod kam, desto größer und grausamer wurden diese Tiergestalten. Das größte von ihnen war ein Wurm, der alles andere verschlang. Dann wieder der Tod. Da endlich wachte der Junge auf. Er lag nicht mehr im Bett, sondern saß auf einem Thron und er sah, dass er erwachsen geworden war. Da wird die Sonne jetzt nehmen für Leben. Er trat ans Fenster, um sich sein Königreich anzusehen. Traumhaft schön war es, voller märchenhafter Seen, Berge und verwunschener Wälder. Von tiefer Ruhe erfüllt, gewahrte er, dass dies der Ort zwischen Leben und Tod war. Achso, der Ort ist zwischen Leben und Tod. Ja, dann ist es die Mitte wahrscheinlich. Und so taufte der König sein Land Silence. Was nehme ich denn da jetzt? Tod oder Leben? Den? Oh, es hat geklappt. Sehr schön. Oh nein, es geht nicht weiter auf. Wieso nicht? Was ist los? Wahrscheinlich verkeilt. Oh. Ja, oder wahrscheinlich deswegen, weil der kaputt ist. Ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Wir sind ja schon mal gut weitergekommen mit diesem Rätsel. Wobei mich das am Anfang ein bisschen verwirrt hat. Aber dann haben wir es ja doch noch hinbekommen. Vielleicht kann ich hier Spotty benutzen. Wir schauen im nächsten Part einfach mal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, einen Kommentar da. Ich würde mich sehr freuen. Dann bis zum nächsten Mal, eure Inu VIP.